Was will ich mit 1 Million Euro? 1 Million Euro gebe ich aus und dann war es das. Oder habe vielleicht so viel, dass ich meinen Kindern oder sowas noch geben kann oder auch vielleicht keine Probleme mit Geld mehr habe. Wobei heutzutage ist 1 Million tatsächlich gar nicht so viel. Kauft man sich ein Haus für 250.000, ist schon 1/4 Million weg, hat man nur noch 1/3 Million. Dann kauft man sich noch ein anständiges Auto, sind 60.000 bis 100.000 Euro weg, wenn man bescheiden lebt. Und dann hat man noch Kinder vielleicht und eine Frau, naja, Kinder zu erziehen, das, der Durchschnittspreis, um Kinder zu erziehen, kostet auch 1/4 Million, glaube ich. Also ist nochmal 1/4 Million weg. Was bleibt denn dann noch? 1/2 Million. Mit 1/2 Million kommt man nicht über die nächsten 60 Jahre oder über die nächsten 30 Jahre in meinem Fall noch. Also, nee.